Hat Albus Dumbledore, der treue Schulleiter von Hogwarts, eigentlich jemals jemanden getötet? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video widmen wir uns dem beliebten Schulleiter von Hogwarts, Albus Dumbledore, und gehen der interessanten Frage nach, ob und wen er möglicherweise getötet haben könnte. Der Dumbledore, den wir aus den Büchern und den Filmen kennen und lieben gelernt haben, ist ein ruhiger, kühler, sanfter und vor allem berechnender Mann. Er verfügt über mehr Weisheit, als man im Leben nutzen könnte, und gilt weithin als der mächtigste Zauberer aller Zeiten. Es scheint, als hätte Dumbledore immer alles im Griff gehabt und vermittelt uns den Eindruck, dass er schon immer alles unter Kontrolle hatte. Aber wenn wir einen Blick in die Vergangenheit von Albus Dumbledore werfen, finden wir ganz schnell heraus, dass es für ihn nicht immer so rosig lief. Wie jeder andere auch, musste Albus Dumbledore seinen Weg in der Welt finden, um letztendlich das zu erreichen, was er erreicht hat. Und auch er machte einige Fehler auf seinem Weg. Schließlich ist er auch nur ein Zauberer wie alle anderen. Albus Dumbledore wurde Ende 1881 in einer Stadt namens Godric's Hollow geboren, von der ihr alle sicherlich schon gehört habt. Eine hauptsächlich von Zauberern bewohnten Stadt im Vereinigten Königreich. Im Herbst 1892, im Alter von 11 Jahren, begann Albus mit dem Besuch von Hogwarts. Als er zum ersten Mal nach Hogwarts kam, hatte er es nicht besonders leicht, denn sein Vater Percival wurde wegen des Angriffs auf 3 Muggelkinder nach Azkaban geschickt. Percival reagierte damit auf den Angriff dieser Kinder aus seiner Heimatstadt auf seine Tochter und Albus Schwester Ariana. Die Leute hatten den Eindruck, dass die Familie Dumbledore Muggel hasste, und das machte sein erstes Jahr in Hogwarts ziemlich schwierig. Nach seinem Schulabschluss im Jahr 1899 kehrte Albus nach dem Tod seiner Mutter Kendra Dumbledore in seine Heimatstadt Godric's Hollow zurück, um natürlich bei seiner Familie in dieser schwierigen Zeit zu sein. In dieser Zeit freundete sich Albus mit Gellert Grindelwald an, einem jungen Mann, der in sein kleines Dorf gezogen war, um bei seiner Tante Bathilda Bagshot zu leben, die eine Familienfreundin der Dumbledores und der Grindelwalds war. Die beiden Jungen erkannten sofort die magischen Fähigkeiten des jeweils anderen und verstanden sich auf Anhieb. Obwohl sie sich sehr nahe standen, kamen die beiden schließlich an einen Schneideweg. Grindelwald hatte die Absicht, die Heiligtümer des Todes zu finden und eine Zaubererrevolution anzuführen, die das internationale Geheimhaltungsstatut beenden und die geheimnisvolle Kluft zwischen der Welt der Muggel und der Zauberer aufbrechen würde. Diese Revolution würde eine globale Machtstruktur schaffen, die mächtige Hexen und Zauberer an die Spitze der Nahrungskette stellen und ihnen die volle Kontrolle über die Muggel-Angelegenheiten geben würde. Das Überraschendste an diesem Plan ist vielleicht, dass Dumbledore voll und ganz damit einverstanden war. Was Gellert Grindelwald in die fantastische Tierwesen als Antagonist zu erreichen versucht, ist etwas, zu dem unser geliebter Schulleiter Albus Dumbledore beigetragen hätte. Der einzige Grund, warum sich Grindelwald und Dumbledore schließlich trennten, war, dass Grindelwald Dumbledores Bruder Aberforth attackierte. Dieser wendet er sich nämlich offen an Dumbledore und Grindelwald und äußerte offen seine Abscheu über ihren Plan. Grindelwald konnte mit dieser Situation überhaupt nicht gut umgehen. Obwohl Dumbledore ziemlich eng mit Grindelwald befreundet war, wollte er doch immer seinen Bruder schützen. Als Aberforth von Grindelwald mit einem Fluch belegt wurde, kam es zu einem Duell zwischen den 3 Zauberern. Albus Schwester Ariana geriet in das Kreuzfeuer und wurde versehentlich getötet. Dies setzte der Beziehung zwischen Dumbledore und Grindelwald schließlich ein Ende. War Dumbledore ein moralisch zweifelhafter Mensch, wie hier vielleicht geglaubt werden könnte? Oder hat das alles nur damit zu tun, dass er von Grindelwald beeinflusst wurde? Es ist ziemlich schwer zu glauben, dass der sanfte, freundliche Mann, der sich um die Schülerschaft von Hogwarts kümmert, die Kontrolle über die Muggel haben wollte. Das passt eigentlich gar nicht zu ihm und wäre wirklich eine ziemlich große Überraschung. Immerhin war Dumbledore die einzige Person, die Voldemort jemals gefürchtet hat. Selbst die Todesser fürchteten ihn, obwohl ihr ganzes Wesen darauf ausgelegt war, das reine Böse zu verkörpern und nichts zu fürchten. Interessant ist, dass sie einen weisen, alten Zauberer fürchten, egal wie mächtig er ist. Sicherlich muss Dumbledore einen Vorteil gehabt haben bei der ganzen Sache. Oder es muss einige Gerüchte über Dumbledore gegeben haben. Dieser eben genannte Vorteil wird uns zwar nicht direkt offenbart, aber es gibt einen Hinweis in den Heiligtümern des Todes, der darauf deutet, dass Dumbledore sogar zu einem Mord fähig sein könnte. Natürlich, sagte Harry. Natürlich? Wie kannst du das fragen? Du hast nie getötet, wenn du es vermeiden konntest.
es stimmt, sagte Dumbledore, und es war, als würde er ein Kind trösten. In dieser Passage offenbart Dumbledore dem Leser mit nur zwei Worten eine völlig neue Seite von sich. Er war wie ein Kind, das Trost sucht, nur in einer etwas anderen, weniger direkten Art und Weise. Ja, Dumbledore hat schon einmal getötet. Ich könnte mir vorstellen, dass Dumbledore getötet hat, aber nur, wenn die Umstände es wirklich erforderten. Wenn er wirklich nie getötet hätte, dann hätte er eine viel direktere Antwort gegeben. Es gibt auch einige andere, weniger direkte Abschnitte aus den Büchern und Filmen, die darauf hinweisen, dass Dumbledore zum Töten fähig wäre. Im letzten Film, als Harry in die Erinnerung blickt, um Snapes Vision zu sehen, sehen wir, wie Snape zu Dumbledore sagt: "Bitte töten Sie mich nicht." Warum sollte Snape jemals jemanden wie Dumbledore bitten, ihn nicht zu töten, wenn er wirklich nicht glaubte, dass er dazu fähig wäre? Snape besuchte Hogwarts, als Dumbledore dort war. Also hat Snape sicherlich gewusst, was für ein Mensch Dumbledore wirklich war. Snape ist ein hochintelligenter Mann und das sagt mir, dass er mit der dunklen Seite vertraut war. Er wusste, dass er Dumbledore den Potters und dem Orden des Phönix Unrecht getan hatte, indem er als Todesser arbeitete. Snape flehte Dumbledore an, sein Leben zu verschonen, weil er aufrichtig um Vergebung fürchtete. Er glaubte wirklich, dass es möglich wäre, ihn zu töten, was natürlich für einen Todesser untypisch ist. Dumbledore war der Anführer des Ordens des Phönix, der Hauptgegner der Todesser im Zaubererkrieg. In Kriegszeiten gibt es immer Opfer und Dumbledore war kein Dummkopf. Er musste verstehen, dass Tötungen manchmal notwendig waren. Die einzige andere Erklärung könnte sein, dass Snape den menschlichen Anstand komplett vergessen hatte. Vielleicht hatte Snape, nachdem er so lange bei den Todessern war, vergessen, wie sich anständige Menschen verhalten, und er erwartete nicht, dass jemand wie Dumbledore sein Leben verschonen würde. Ein Mitglied des Orden des Phönix, das Voldemort gegenüberstand, hätte mit Sicherheit einen Todesfluch auf sich gezogen. Aber es gibt auch Argumente dafür, dass er nicht so tief gesunken ist. Die folgende Passage aus dem Orden des Phönix zeigt einen Austausch zwischen Dumbledore und Voldemort, der darauf hinweist, dass Dumbledore nicht töten muss. Daher glaube ich, dass er glaubt, dass es etwas Schlimmeres als den Tod gibt. Du willst mich doch nicht etwa töten, rief Voldemort aus. Seine scharlachroten Augen verengten sich. Du stehst über solcher Brutalität. Oder wissen wir beide, dass es andere Wege gibt, einen Menschen zu vernichten, sagte Dumbledore ruhig und schritt weiter auf Voldemort zu, als hätte er vor nichts Angst auf dieser Welt. Nur dein Leben zu nehmen würde mich nicht befriedigen, das gebe ich zu. Es gibt nichts Schlimmeres als den Tod, Voldemort. Dumbledore sagte zwar, dass er Voldemort nicht töten will, aber es klingt fast so, als würde er etwas Unausgesprochenes andeuten, das ihn befähigen würde, ihn zu töten. Das Hauptargument aber dafür, dass Dumbledore kein Mörder ist, ist die Tatsache, dass er Grindelwalds Leben verschonte, nachdem er ihn besiegt hatte. Grindelwald war so unglaublich mächtig. Wenn Dumbledore jemanden so mächtigen wie Grindelwald besiegen konnte, ohne ihn zu töten, dann glaube ich nicht, dass er überhaupt jemanden töten musste. Mein Problem mit diesem Argument ist jedoch, dass Dumbledore eine sehr komplexe Beziehung zu Grindelwald hatte und wahrscheinlich sogar noch Gefühle für ihn hatte, als er ihn besiegte. Ich glaube einfach nicht, dass er wirklich wollte, dass er stirbt. Er stimmte zu, dass er eingesperrt werden sollte, aber ihn sterben zu sehen wollte er nicht. Dumbledore hatte keine persönliche Bindung zu den Todessern oder jemand anderem, daher denke ich, dass er viel eher in der Lage wäre, sie zu töten, besonders wenn sie das Leben derjenigen gefährden würden, die er liebte oder die ihm wichtig waren. Ich glaube aber nicht, dass er jemals getötet hat, wenn es vermieden werden konnte. Aber was denkst du darüber? Hat Dumbledore wirklich jemals jemanden getötet oder war er dazu gar nicht fähig? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir bitte gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.